Ferdinandus Orden selbst möchte ich nur bemerken, der Orden wurde von Kaiser Ferdinand I. bereits 1561 gegründet, in der Absicht, den Ärmsten der Armen Unterstützung zu gewährleisten und das damalige Gedankengut, das Abendländische und die Rittertugenden weiter zu verbreiten. Heute, nach 451 Jahren, lebt der Orden national, international, durch Mitglieder, durch Funktionäre, durch Botschafter vertreten und wir können immer und überall unter Beweis stellen, dass wir für die Anliegen der Bedürftigen, der Behinderten, der Ausgegrenzten, dort wo Hilfe notwendig ist, ihnen zur Seite stehen können. Wir sind weder politisch in irgendeiner Richtung gebunden, überhaupt nicht. Wir sind nicht gewinnorientiert, wir sind angewiesen auf Ihre Spenden, auf andere Spenden. Durch unsere Veranstaltungen fördern wir auch immer wiederum die Spendenbegeisterung und repräsentieren uns auch in der Öffentlichkeit. Wir haben neben dem Orden natürlich auch den Ritterorden und den Sanitätsdienst, wobei beim Sanitätsdienst anzumerken ist, dass unsere Einsätze sich auf unterstützende Sanitätsdienste bei Veranstaltungen begrenzen. Ich glaube, in der Kürze wäre das zum Ferdinandusorden zu sagen. Und ich möchte jetzt da zum Abschluss das zum Anlass nennen. Einige wenige, die sich immer verdienstvoll ausgezeichnet haben, mit einem kleinen Grußwort und einer persönlichen Anerkennung auch seitens des Ordens auszeichnen. Der Herr Roland Bösenbacher, der steht gerade vor mir, begleitet uns schon seit langem als BR, als Verbindungsmann zu den Medien. Und für die Verbundenheit, lieber Roland, darf ich dir ein recht herzliches Danke sagen. Und dir den goldenen Baustein, der sogenannte Mini-Ritter, jetzt da persönlich überreichen. Meine persönlichsten Glückwünsche. Weiterhin alles Gute, Gesundheit und bleib uns weiter so verbunden. Und ich darf dir natürlich auch etwas aus meinem Schaffen übergeben. Kommt von ungefähr, Maria Rainer Motiv, und wenn ich verraten darf, er hat in ganz Kärnten, in ganz Österreich und international nach einer passenden Frau gesucht. Gefunden hat er sie in Maria Rainer. Grüßen. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich hier heute erschienen seid. Ich möchte euch auf diesem Wege ganz, ganz liebe Grüße von unserem Bürgermeister und Bruder Christian Scheider überbringen. Ganz besonders begrüßen möchte ich noch folgende Gäste. Herr Gemeinderat Julius Rumpold. Servus, freut mich, dass du da bist. Herr Pensionistenvertreter Dr. Gerhard Leitner. Bravo. Die liebe Gemeinderätin Frau Schmidt-Dahmann. Herrn Kratzer Walter. Unseren Fotografen Bösenbacher Roland. Bravo. Und den Braunsteiner Sigi. Der Grund, dass wir uns heute hier treffen, ist eine Verkaufsausstellung mit dem Namen Kärntner Künstler helfen, zu der ich viel Vergnügen, viel Erfolg und auch gute Geschäfte. Und ein besonderes Beehren ist mir noch zwei Künstler noch besonders beehren, und zwar Herrn Kurator Wahl und Herrn Lessier. Bitte kommt zusammen zu mir. Ich darf Frankfurt überreichen und hoffe, dass du viel Vergnügen damit hast. Bitte. Danke für dein Engagement. Danke für das. Und der Herr Wahl ist schon her, eine Flasche Wein vom Frankfurter Weingut. Alles, alles Gute und gute Zusammenarbeit weiterhin. Danke vielmals. Danke. Da etwas Passendes zu unserer Behindertenhilfe aus eigenen Werken, gerade erst entstanden, vortragen. Das Thema dieser Behinderung wurde aufgearbeitet in einem schönen Gedicht von Andrea Schmiedl. Ich habe das Thema gerne übernommen, eine andere Behinderung thematisiert, Sie werden es gleich erkennen, und möchte Ihnen dieses Gedicht aus eigener Feder vortragen und ein bisschen zum Nachdenken anregen. Das Gedicht heißt
nur einmal sehen. Zum Vater, sagt der kleine Bub, ich hätte einen Wunsch ans Christkind nur. Einmal die Segen, nicht nur spüren, der Gesicht muss schön sein, schön die Stirn, die Blumen, Barmer und der Boch, wir schauen die aus, das war's auch. Nur einmal Segen unsere Sohn, den Menschen zuschauen, was sie tun. Wir ist er rot, wir ist er blau und auch ein Grün, mit alles so grau. Ein Licht, wie tut das Höllen strahlen, was tät ich geben, was ich zahlen. Nur einen Tag Segen wünscht ich mir, liebes Christkindl, erfüll mir. Der Vater weiß, was soll er sagen? Du Bierble, du musst viel ertragen, doch eins versprich ich heute dir. Einmal stehst du vor einer Tür, in Himmel eine, Gott, der Vater, der wird's da geben, halt etwas später. Nicht einen Tag nur, du wirst so schauen und deinen Augen gar nicht trauen, die Schönheit zehnfach nur für die. Auf ewig siegst du Don Ami. Recht herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen für das ganze Jahr 2013, das wir gerade begonnen haben, Ihnen und Ihren Lieben, Ihren Familien, Ihrem Umfeld, vor allem Gesundheit, viel Erfolg, Zufriedenheit und ein friedvolles neues Jahr. Danke für das. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Einer der Künstler, der uns die Werke zur Verfügung gestellt hat, nämlich Leo Herrmann, er steht hier neben mir. Einer seiner Werke ist gleich hier links vorne oder von Ihnen aus gesehen rechts. Wird kurz zu unserer Unterhaltung beitragen. Bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke. Ich habe einen Namen, der allein schon verpflichtet. Hermann Leopoldi hat einst auch gedichtet. Hunderte Verse, ernste Perverse, lustige Gescheite, alles ist drin. Jede Ansicht hat zwei Seiten. Eine vordergründig sichtbare und so manche Heimlichkeiten. Eine Seriosität kann man nicht von alleine. Ehrlichkeit und Souveränität ist eine Lebenseinstellung, ich meine. Nicht nur Vorteile, Eigenlob und Empfindungen gierig sammeln, auf Kosten anderer. Egal, die sollen vergammeln. Ich liebe Wortkarikaturen, Wortfiguren, Umgangssprache, auch Dialekt. In manchen Gedankensprüngen sind Reime, Effekte sowie Wahrheiten im Text versteckt. Nichts ist bei mir oberflächlich, sondern meistens tiefengründig. Man hört und denkt darüber nach, informiert sich und wird so fündig. Dann gibt es die Echten. Sie machen Karikaturen. Der Peter Bismestrovic oder ein Winfried Steurer. An beiden habe ich mein Herz Kraft ihrer Werke verloren. Die können mit ihrer Kunst das Innere nach außen bringen und mit Witz, wie sagt es die Musik? Lustig, ja bildhaft singen. Herrlich. Darum bin ich ein Fan ihrer Werke und versuche es zu ergründen, ihre Schwächen, ihre Stärke. Darum kenne ich Langeweile nicht und darum endet hier jetzt mein Gedicht. Ich habe dann noch ein anderes Gedicht gebracht, weil ich habe über 100 Gedichte geschrieben. Ich habe sie noch nie gezählt. Das war Anlass. Was braucht der Mensch zum Leben? Einige kleine Wünsche sollte es geben. Nicht viel, nur eine Liste von Bescheidenheit. In der Folge nimmt er zum Zuhören Zeit. Was für das Auto, das Benzin, ist für uns Menschen Karotin. Kraut und Bohnen, auch ein Ei, Reis, Kartoffeln, Nudeln, Brei, Suppen, Soßen, Kuchen, Tee, Zwiebeln, Speck, dazu Püree, Gurken, Kümmel, Paprika, Baldrian, Narkotika. Rettich, Rüben, Mais und Kohl, Wurst, Schinken, Creme, sowohl Schweinefett und Butterschmolz, Pfeffer, Kümmel, eine Prise Salz, Käse, Milch, Kaffee, Gebäck, Semmelknödel, Kram und Speck,
Petersilie, Lauch, Tomaten holen wir aus unserem Garten. Äpfel, Birnen, Pflaumensaft ist auch gesund, es gibt uns Kraft. Moment, ist noch nicht fertig. Zwischenapplaus, Leonardus. Mit Maßgenossen, Schnaps, Likör, Bier, Alkohol. Auch bei Wein, da fühlst du dich wohl. Wer immer gesund mit Vitamine, den Körper, Geist bringt auf die Schiene. Bewusst am Leben stets ist flexibel. Der denkt und handelt auch sensibel. Wer fröhlich ist mit Elan und Schwung, der bleibt sicher 100 Jahre ewig jung. Dankeschön.